Was? Wie? Ah, ihr seid es wieder. Diese, Stadtarchive, sage ich euch. Eine Dings, Unordnung herrscht hier. Und überall dieser Staub. Ihr, habt gewiss diesen Dreckhaufen unten bemerkt. Bestimmt wollt ihr euch dieses Dings, Problems annehmen? Eigentlich nicht. Darf ich euch ein paar Fragen stellen, eure Magnifizenz? Aber sicher doch. Fragt nur. Konntet ihr etwas über das Ritual in der Ruine herausfinden? Das, ja, Ritual. Ich, denke schon. Übrigens ein Ort, wie soll ich sagen, ja, großer magischer Macht, diese Dings, Ruine. Kraftlinien müsst ihr wissen, nicht wahr? Aha, Kraftlinien. Was bedeutet das jetzt? Es, vereinfacht das Wirken von Zauberdings, Sprüchen, meine ich. Und natürlich auch die Durchführung solcher Rituale. Um noch einmal auf diesen, Dreckhaufen unten zurückzukommen. Es wird sich bestimmt jemand finden, der sich darum kümmert. Was ist jetzt mit dem Ritual? Meint ihr? Ich weiß nicht recht. Das erinnert mich an einen Adepten aus Festum. Der hatte... Eure Magnifizenz, das Ritual. Wie? Ach ja, das Ritual. Genau. Ganz offensichtlich ist das Ziel, einem, Verstorbenen, dessen Seele noch in der dritten, Sphäre weilt, einen neuen, Körper zu geben. Ein solches Ritual erfordert nicht nur die richtigen Paraphernalia, sondern es muss natürlich auch der exakte Zeitpunkt gewählt werden. Stehen die Dings, die Sterne ungünstig, so kann das Ritual eigentlich nur, misslingen. Außerdem ist natürlich auch der, Ort der Durchführung wichtig, äußerst wichtig. Ihr seht, es ist also alles, andere als einfach, ein solches Ritual zu vollziehen. Ich verstehe, also muss es gar keine falsche Komponente gewesen sein, die das Ritual misslingen ließ? Ihr sagt es. Aber ohne genaue, Kenntnis des Dings, Rituals, ist es mir leider unmöglich, mehr dazu zu sagen. Darf ich euch noch etwas fragen? Aber sicher doch. Fragt nur... Seid ihr mit euren Forschungen weitergekommen? Meine Forschungen? Ich, ja... Ich, nun, hoffe, hier im Stadtarchiv weitere Dings, Hinweise zu finden. Allerdings, da fällt mir ein, Nortle... Ja, Meister? Wo sind denn die, Dings? Ach, du weißt schon. Ihr meint bestimmt eure Aufzeichnungen aus Talon und den Blutbergen? Die haben wir doch im Gasthaus gelassen. Ja. So wird es wohl sein. Also habt ihr Fortschritte bei eurer Nachforschung erzielt? Wie? Ich, ja. Es hat ganz den, Anschein, als ob, wenn sich meine, Entdeckungen bewahrheiten sollten, dann, ja, aber im Moment, dieses Archiv und dann noch dieser Dreckhaufen unten, das ist, wenn ich da so an andere Stadtarchive denke, dann, vor einigen Jahren führte mich schon einmal eine Reise in den Dings, Kosch. Dabei stattete ich auch dem Archiv in, wo war das doch gleich? Ach ja, Nadoret. Genau, es war in Nadoret. Ein Buffet gab es dort, sage ich euch. Unglaublich. Und hier? Nichts dergleichen. Nur Staub und, Unordnung, wohin das Dings, Auge blickt. Dieser Dreck, Haufen unten ist euch bestimmt aufgefallen. Ja, den habe ich bemerkt. Darf ich euch noch etwas fragen? Sicher doch. Nichts weiter, okay. Das Seelenritual. Ich habe Rakom im Stadtarchiv aufgesucht und mit ihm über seine Erkenntnisse bezüglich des Rituals gesprochen. Also ja, der Dreckhaufen... Da unten. Das heißt, wir fragen jetzt mal unsere freundliche Archivarin, ob sie weiß, wo das Dokument liegen könnte, was der nette Zwerg sucht. Und reden mal mit dem Schrubber über den Dreckhaufen. Was kann ich für euch... Okay. Ja. Sie kann uns leider nicht helfen, also suchen wir weiter. Da liegt zwar ein Buch rum, aber das hilft wohl auch nicht viel weiter. Wenn, dann ist es vielleicht eher hier oben. Waffenkunde. Hm.
Der Salamander. Stadtgeschichte Ferdox vielleicht? Nö. Der Kosch. Oder es liegt vielleicht wirklich in dem Nebenzimmer. Das erreichen wir, glaube ich, über die Treppe, die ich da vorne gesehen habe. Yep. Hier sind wir in dem kleinen, feinen Nebenzimmer. Aber auch hier ist nichts zu finden. Mann, 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 Mann. Hier liegt auch nichts in den Nachbarregalen. Hier ist nichts, hier ist auch nichts, hier liegt auch nichts rum. Das ist nur eine Gittertüre. Ein Dokument über die Felsenbeißer. Wo könnte das rumliegen? Der Kosch. Ich könnte mir halt nur vorstellen, dass es hier oben rumliegt. Stadtgeschichte Ferdox, der Salamander kann es auch nicht sein. Aventurische Göttersänge, die helfen auch nicht wirklich. Und ich hover hier schon über alles drüber. Naja, hier oben sind halt nur diese paar Geschichtsbücher. Waffenkunde wird kaum das richtige Buch sein. Und ja, hinter der Gittertür war ich und habe auch alles abgesucht. Also gehen wir nochmal runter und gucken uns nochmal unten alle Regale an.
Nee, da oben können wir nicht anklicken. Hier ist nichts zum Anklicken. Die Bücher da unten sind es auch nicht. Die da oben sind es auch nicht. Das ist immer gemein, sowas zu finden. Das war auch im Hauptspiel richtig gemein und fies. Ja, wie gesagt, hier in der Truhe war nichts drin. Handelszwist mit Ado zur Tat geschritten. Nee. Können wir eigentlich alles wieder da reinpacken? Rakorium steht auch nicht im Weg. Das sind nämlich alles nur Zeitungsausschnitte gewesen, keine offiziellen Dokumente. Alle hängen irgendwo fest gerade. Ich hätte wirklich erwartet, dass das hier in dem Nebenzimmer versteckt ist. Ist es vielleicht auch und ich bin zu doof, es zu finden. Nee, unter Bänken und Stühlen liegt nichts. In irgendeiner Ecke liegt auch nichts. Okay, gut. Ich glaube, das suchen wir das nächste Mal dann weiter. Weil ich suche jetzt schon wie doof. Seid ihr fündig geworden? Nein, wir sind noch nicht fündig geworden. Ich hätte gedacht, das ist die Schriftrolle, die da raushängt, aber selbst die ist es nicht. Ja, hier ist der Gang aus der Kanalisation, durch den wir damals rausgekommen sind. Ja, Waffenkunde ist da oben. Aber da oben ist sonst nichts. Nicht mal das Buch, was hier rausragt, wäre es. Das Buch, was da liegt, ist es auch nicht. Hier liegen halt ein paar Bücher rum, aber das sind alles Bücher, die wir nicht anklicken können. Hier unter der Treppe ist auch nichts. Ja, ich fürchte, da werden wir das nächste Mal noch weiter suchen müssen. Mäh.
Ist wieder doof und ärgerlich, aber wir machen hier mal ein Safe. So, 006. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.